Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Fallout 76 in Teamwork mit Wanderer.de. Heute geht's zu WV Lamba und Co. mit jeder Menge Mutanten inbegriffen. Viel Spaß bei dieser Folge, es wird ordentlich geballert. Ja, okay, wenn wir die Zeit haben, dann können wir doch noch mal gleich in den... Warte mal, wo ist denn meine Karte? Dann würde ich sagen, gehen wir erst zu dem Haus, was im nordwestlichen Bereich ist. Ja, dieses große Nochmal Haus? Das, ja. Ja. Das ist eine sehr interessante Angelegenheit noch. Ja, ja, das können wir machen. Wenn wir das noch wollen, dann können wir das noch machen. Genau. Da werden uns wahrscheinlich Mutanten begegnen. Mhm. Das wird nicht ganz leicht sein, ja. Aber... Ich denke, wir beide kriegen das zusammen hin. Ja, denke ich auch. Ja, hat das ja ganz gut geklappt im Team. Mhm, ja, finde ich auch. So. Wenn wir immer so nah beieinander bleiben, wie wir es jetzt machen. Ja. Das ist eine feine Sache, dann können wir uns gegenseitig decken und so. Runter und wieder rauf. Ah, da wird geschossen. Ich guck mal meinen Kampf. Ah, ein Roboter. Hier ist eine Kupferader. Oh, warte. Au! Puh, wo kam die jetzt her? Die sind wieder gespawnt. Jo. Wo hast du die Kupferader gefunden? Hier ist die irgendwo gewesen gerade. Hier war die. Oh, tatsächlich. Hier sind bestimmt noch mehr. Ja, meist sind das drei Stellen. Warte mal, ist hier oben vielleicht nur eine? Garantiert. Also hier müsste nur eine sein. Vielleicht auf der anderen Seite von diesem Fels-Ding. Ja, so arg weit sind die, glaube ich, nicht auseinander. Warte mal. Huch. Nee. Ah, warte mal. Nee, ich dachte, das sei es. Ich sehe es aber auch nicht, also. Vielleicht haben sie die etwas größer gemacht. Ja, genau. Warte mal, hier war was da oben. Nö. Also ich kann nichts entdecken. Nee, ich finde auch nichts mehr, aber da war vielleicht nur eine Stelle. Ja. Kann sein. No. Warte mal, ich wollte den Roboter da noch. Da steht ein Tresor mitten im Wasser. Warum ist denn da nicht drin? Ach, der ist offen. Ach, das ist nur. Drin. Ja. Aber hier könnten wir Wasser mitnehmen. Ja, stimmt. Und warte mal, ich pfeife meine Rad X rein, bevor ich das mache. Oh, jetzt bin ich mit Sicherheit überladen gleich. Ja, ich auch. Jetzt bin ich überladen, genau. Aber dann haben wir wieder was zu trinken. Was kann ich, wie viel habe ich denn jetzt? Moment. Oh, jetzt bin ich wirklich 53, überladen. 53. Ich denke, wir werden da hinten was finden. Wir dürfen uns nur nicht verhaspeln. Weil das ist nämlich... Boah, ich habe jetzt 60 schmutziges Wasser. Das reicht, glaube ich, erstmal. Ja, das reicht. Da kriegst du locker 25 Stück, 30 Stück raus. Okay, wir müssen ein kleines Stück darüber. Genau. Da können wir vielleicht sogar ein bisschen vorarbeiten mit dem Scharfschützengewehr. Müssen wir mal schauen. Oh, ich muss mich für einen Moment ausruhen. Ja, ich sehe gerade, du bist auch nicht sehr gut geheilt. Ich heile mich gerade schon, ja. Ja, langsam geht es. Ja, ja. Ich werde mal meine Rate wegmachen. So, dann mache ich noch mal was zu essen. Ein bisschen Reis und Bohnen. Jetzt habe ich jetzt noch ein Wasser. Werden ja oben noch. Ich habe gar kein Wasser.
Hatten wir nicht vorhin was gekocht? Doch, ja. Verstehe ich nicht. Hat das Wasser vergessen zu kochen? Nee, du warst doch dran, oder nicht? Ich hab gekocht, ja. Ja, als erstes meine ich, genau. Ja, ich hab auch Fleisch gekocht, aber das Wasser fehlt. Hm. Eigenartig. Na gut, dann wird es Zeit, dass wir... Kann zwar den Saft trinken, aber dann... Hm. Ah, da hinten scheint es schon zu sein. Ja, vielleicht finden wir ja nur eine Kochstelle da, garantiert, oder? Ja. Ich glaube, da ist eine, ja, ja. Das wir nur suchen, da sind auch Werkbänker und so. So, guck mal, hier ist ein Schild, das heißt WV Lamberts. Mhm. Lambert und Co. Ja. Und du siehst, hier ist schon so ein Knubbel, ja, von den Mutanten. Das ist eine, ja, reine Mutantenecke hier. So, ich bleib mal für einen Moment hocken. Und schau mal, ob ich was entdecke. Nee, hier vorne nicht. Da unten sind auch welche von diesen Fleischknubbeln. Mhm. Ja. Vielleicht sollten wir versuchen, in dieses Haus. Da oben ist einer. Fünfer. Kopfschuss. Ja. Da steht einer auf der Treppe. Erledigt. Ja. Wir sind die Killer der Nation hier. Ja. Gucken, wie lange wir das durchhalten ohne Nahkampf. Hm. Ich glaube, wir können es versuchen. Hm. Ich kann jedenfalls nichts mehr weiter entdecken im Moment. Genau, was ist das da? Nee. Am besten schleichen, dass wir nicht so laut sind. Ja, glaube ich, ganz gut. Hm. Den können wir looten. So, dann gehen wir, würde ich sagen, die Treppe kurz hoch. Hier ist auf jeden Fall auch eine. Der ist leer. Ich will den gar nicht looten. Hier ist ganz viel Holz. Wow. Ja, aber ich habe über 600 Holz dabei. Also wenn es um Holz geht. Da hinten ist nur einer, siehst du? Warte, ich schau nochmal. Einmal oben am Haus. Ja, unten steht auch einer. Wir sollten erst die oberen nehmen. Mhm. Da einer aus der Tür. Zwei habe ich. Unten hatte ich auch einen gesehen. Hast du den bei dem Holzstapel da, wo die Container sind? Nee. Ah, da ist es. Rechts, ganz rechts am Schuh. Ja, da, ne, genau. Gut. Hm. Da war eben noch einer rechts an dem Schuppen. Er ist dahinter verschwunden. Hm. Hm. Nee, da ist keine. Da ist. Nee, das ist nur ein Mülleimer. Okay. Okay, ich glaube, wir können weiter. Ja. Hier ist der andere, den wir umgenietet haben. Da habe ich nichts drin. Nee, dann war der von mir erledigt worden wahrscheinlich. Warte mal. Ja. Das war nur ein Gestell. Wenn die uns entdeckt haben, dann haben wir zu tun. Mhm. Ist hier eigentlich immer ganz, ganz gutes Gewusel. Das glaube ich. Wir sollten mal versuchen, rechts bei den Container vorbei. Würde ich sagen, dass wir... In dem Gebäude waren wir schon. Ich werde die erstmal ausschalten, sonst können die uns den Rücken fallen. Ich höre auf jeden Fall ein.
Aber wo? Hab ihn. Ja. Gut. Da kommt einer. Den hab ich. Ja. Irgendwo ist noch einer. Ja, man hört den, ne? Der stapft hier irgendwo vor. Hier, da ist er. Da ist er. Scheiße. Vorsicht. Jo. Gut. Muss kurz nachladen. Ja. Jetzt sind sie, glaube ich, weg. Nee, irgendwo schießt noch einer. Au, der hat mich getroffen. Der. Ah, da oben. So, den haben wir auch. Die Matschbirne. Ja. Erstmal looten. Ich muss immer looten. Weil die haben so viele Kronkorken und dergleichen. Ja. Das möchte ich nicht liegen lassen. Das wäre zu schade drum. Weil die brauchen wir ja nun wirklich, die Kronkorken. Hier ist eine Werkbank zum Zerlegen. Oh, das ist sehr gut, ja. Hier ist noch eine Kiste. Ich mach die mal kurz auf. Ja. Jo, und noch Granaten. Und Mine habe ich noch gefunden. Okay, ich zerleg mal kurz. Och, ist gar nicht so viel Kleinkram, glaube ich, die Waffen wieder. Ja, Jagdgewehre. So. Gut. Wenn du willst, kannst du noch mal zerlegen. Ja. Ah, hier ist noch einer. Den haben wir auch umgenietet. Sehr schön. So, guck mal, was hier ist. Okay, die mache ich wieder zu. Sehr gut. Das klappt doch. Ja. So. Eine Kochstelle hatten wir noch nicht, ne? Nee. Ah, ich glaube, mein Hundefutter ist so schwer. Das ist ja schon alleine 5 Pfund, 5,5 Pfund oder so. Okay, ich... Aha, du machst sie gerade auf, okay. So. So. Oh, Haarklammern auf. Hier, guck mal, hier ist ein Scheunentor. Ein Material. Nehmen wir mit, Stimmwecker auch. Klebeband, hier ist wieder eine Werkbank. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch eine Werkstatt gibt, also dass wir das sogar einnehmen könnten, theoretisch natürlich. Weckt mal drauf achten, aber dann hätten wir das Piep-Piep, glaube ich, schon gehört. Ja, das stimmt. Ja, das, oh, warte mal, da ist noch ein Bleistift. Bleistift. Ah, immer schön die Metallteile mitnehmen. Ja. Das bringt echt Material für uns. Hier sind auch wieder Kanister und irgendein Treibstofftank. Oh, hier ist eine Rüstungsstation. Die haben wir auch noch nicht gebaut, ne? Nee. Warte, die haben wir ja noch gar nicht. Nee. Können wir ja noch gar nicht bauen. Was ist das? Achso, zerretten. Okay. Da kann man auch schön dran zerlegen. Das finde ich immer cool. Das geht. Mit Spann 220. Also hier werden wir ganz nicht so schnell nach Hause können. Nee. Oh, lose Schrauben. Nee, lose Zahnräder. Braucht man bestimmt später. Nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, warte mal, hier ist ein Sack unten, oder? Nö, da scheint nichts drin zu sein. Nee. Okay, mach doch nicht so Krach, Mensch. Tschüss. Oh, warte mal, wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir können hier weiter, wenn du möchtest. Hier oben liegt auch noch ein Mutant. Was, echt? Wo? Ja. In der Scheune, einmal hoch. Hier sind doch noch so hoch. Ja, genau. Warte mal, ja genau, das kann sein, ich den auch umgenietet habe. Oder du, vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Genau.
Irgendwer hatte bestimmt von uns getroffen. Ja, ja. Ah, das war ich. Ja, das war ich. Ja. Den habe ich durchs Fenster erschossen oder wir zusammen. Genau, keine ja. Ahnung. Schaut's hier. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ja, hier ist noch was. Hier die Dosen auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir können auch bald die großen Mengen verkaufen gehen. Ja, die, oh, warte mal, der hat noch was. Achso, das habe ich ihm gelassen. So, ja. Jupp, da kommt einiges zusammen. Ja. Sehr schön. Jetzt kein Material haben, das weiß ich auch nicht. Ja. Vielleicht sollten wir mal schauen, ob wir von hier aus dahin gehen. Da ist nämlich auch noch ein Gebäude. Mhm. Ups. Da hinten ist nur einer. Warte mal, wir müssen, glaube ich, erst hier drüben rein. Mhm, ne? Ja, ja. Hier waren wir noch nicht. Ich würde sagen, wir arbeiten ein Stück für Stück, sonst haben wir ja, genau. Im schlimmsten Fall im Rücken. Ja, lieber langsam machen. Ja, genau. Solange wir schleichen, hören die uns auch nicht so gut. Mhm, genau. Da waren wir, ne? Ja, da waren wir. Hier liegt ein Toter oder mehrere, die wir da angestellt haben. Mit einer Säge. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie makaber. Ja. So, wollen wir versuchen, da reinzukommen? Ja. Fusionszelle, Rattenfleisch, Maulwurfsratten. Ein paar hatten wir ja schon erledigt, ne? Warte, oh, Vorsicht, da ist irgendwo einer. Man hört sie. Der hält sich aber für groß. Wo ist der? Der ist hier im Gebäude. Ich weiß nur, ich krieg das, glaube ich, nicht durch die Fenster. Geh mal nach vorne. Warte, ich nehme mal die Pumpgun. Gib du mir mal von hinten Deckung. Kübelkopf ist noch nicht da. Nein, kein Kübelkopf. Da oben. Du jetzt versuchen, dich davor zu verstecken. Ah, da. Das ist der 16er, das ist der Chef hier. Jo, den Hammer. Muss nachladen. Okay, nachladen. Jo, sehr guter Schuss. Sehr schön, aber das ist egal. Da ist aber noch einer. Boah, voll ins Gesicht. Autsch. Ich dachte, er kann sich verstecken, aber konnte er nicht. Oh, Moment, da ist noch einer. Über uns muss auch noch was sein. Ah! Nicht über uns! Ich glaube, ich bin verletzt. Moment, ich muss mich regenerieren. Jo, alles klar. Gut. Er muss mich mit irgendwas getroffen haben. Oder war der hinter mir? Nee, hier ist ja keiner. Also, der hier war das wahrscheinlich. Ach so, okay. Gott, so viel Zeug. Ah, da ist so ein automatisches Impro bei. Genau, was wir haben wollten. Oder ich. Zum Ausprobieren. Ich glaube, ich werde mal wieder auf die andere umschalten. Ne? Boy. Das war die Pumpgun. Ja. Und ich muss auch wieder auf Pumpgun umschwenken. Wir sind auch jetzt aufgeflogen. Wir können ja, ich glaub's auch. Ja, ja. Ist denn hier noch einer drin? Ich glaube, wir müssen hier noch nach oben. Ja, wir haben noch nicht alles gelootet, genau. Ja, hier oben ist noch.
meine ich, hier könnte noch einer rumschleichen. Hier ist ein Panzerschrank. Hältst du mir den Rücken frei? Ja. Guck. Ja, der muss aufgemacht werden. Na, wo ist er? Ah, zu viel. Okay. Munition ist drin. Kannst mal gucken. Halte auf, ich passe auf. So. Ich schreie immer noch ein halbes Jahr, ne? Hier ja, auf dem Balkon ehrlich. Sind auch noch Häufchen, die können wir noch looten. Ja, ich komme dahin. Schrauben sind da vor allen Dingen, die brauchen wir unbedingt. Ja. Halt, oh, eine Laserwaffe, eine streuende zwar, aber. Oh, Molly. Ja gut, den lass ich mal liegen, das wird mir zu viel. Nimm die Waffe mal mit. Gucken, was das für eine ist. Vielleicht können wir was draus machen, aber dann glauben tue ich eigentlich nicht. Plastikkörbe, die nehme ich auf jeden Fall mit. Zahnpasta, Bleistift, ein Stift hier mindestens. Jo, lass mal kurz so, mal kurz gucken, hier stapft noch wieder einer rum. Ja, ich dich auch finden. Hey, ich hab dich gefunden. Wer ist denn hier der Schreihals? Ja. Ich muss noch mal runter. Hier, der hat Loot. Okay, Nachkleiden habe ich. Ich guck mal eben Jagdgewehr wieder. Ja, das hat uns schon gute Dienste erwiesen. Ja. Oh, ich glaube, hier ist noch einer zum Looten. Ups, der hat auch noch was. Da sind nur zwei. Die stapeln sich hier schon bei uns. Ja. Da ist eine Kochstelle. Okay, willst du kurz was kochen? Wasser? Mach du mal Wasser, ich passe ja, auf. Ja, genau. Das könnte ich 60 Stück verkochen, dann ist es ein bisschen leichter wahrscheinlich alles. Ja. So. Okay. Hier ist schon eine, noch eine. Hier ist sogar eine Bastelwerkbank. Oh, mal ein bisschen Muni machen. Gegen vor allen Dingen. Wow, hab ich wieder viele Waffen. Ach, ihr seid jetzt blöde Gewehr-Dings. Naja, gut. Egal, lässt sich nicht ändern. So, ich hab fertig gekocht. Ja, dann mach ich mal schnell. Ja, genau. Ich passe so lange auf. Hier in dem Schuppen ist ein bisschen Loot. Ja. So, ein bisschen Mutterbeerensaft und Tattoosaft. Herdbeerensaft habe ich auch noch. Cool. So, was haben wir? Feuerhutsuppe kann ich mir noch machen. Cool. Zwei Stück sogar. Karottensuppe. Und Kürbissuppe. Und Maissuppe habe ich auch noch ganz viel. Ja, genau. Habe ich auch schon gemacht gerade. Wird hier doch zum Suppenkasper. Ja. So, jetzt gucke ich mal, was ich essen und trinken kann. Röstetes Meyer-Löckfleisch haue ich mir mal rein. Bin ich auf jeden Fall satt. So. Wo ist denn mein Wasser? Also ich vermisse meins auch. Irgendwie. Gut, ich habe jetzt gekocht. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen was verbraucht, aber. Aber wir haben doch nicht alles verbraucht. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich verstehe das nicht. Warte mal, ich hab kein Wasser mehr.
Ich habe das offenbar doch alles aufgebraucht. Sind wir hier? Ja gut, wir können doch ans Wasser hier gehen, an den Fluss. Ja, wir könnten hier an den Fluss gehen. Wir können nur nicht rübergehen. Das ist nämlich Grenze, die ist gesperrt. Es gibt nur eine Stelle, wo wir noch was erledigen könnten. Ja. Da gibt es eine kleine Insel, die könnte man noch mal einnehmen. Okay, aber man kann auch die Suppen essen. Das geht. Ja, das stimmt, ja. Kurz ein bisschen Munition, ne? Ja, ja. Wird es dann ein bisschen leichter hier. Ja, ich habe nicht viel, was ich machen kann, aber... mal die 45er, kann ich die noch machen? 108er. Nee, ich mach mal die 45er. Oder 10er. Brauchst du noch 10er? Ich glaube, ich habe noch... Warte mal, guck mal. 10er? Nee, ich hab von allem noch genug. Achso, okay, ja, dann mach ich mal eine Packung Schrot. Gut. Und warte mal, ich mache nochmal Großmengen, vielleicht wird es dann leichter. Ja, genau. Fetern, Glas, Gummi. Aber mir geht auch langsam das Plastik aus, also als Großmenge kann ich machen. Aber vielleicht bin ich dann leichter, das wäre ja nicht schlecht, wenn das was bringt. Also Holz, Kleber, Plastik, Stahl und Stoffen und Säure, die mache ich nie als Großmenge nach Möglichkeit. Einfach, weil wir das Zeug andauernd brauchen. Ja. Wobei ich mal gucken kann, warte mal, jetzt schaue ich mal kurz, wie schwer ich jetzt bin. Also, ich hätte... Ja, das hat tatsächlich was gebracht. Ich habe nur noch 194 zu 195. Das ist immer noch zu schwer. Also mache ich mal eine Ausnahme und vermache doch mal von allem eine Großmenge. Vor allem, glaube ich, das Holz. Ja, so. Kann man denn die Großmengen nicht trotzdem nutzen beim Bauen und so? Doch, die kannst du nutzen. Ich packe sie nur nicht ein, weil du immer Plastik brauchst dafür. Ja, das stimmt, das ist richtig, ja. Und das Plastik in Plastik einzuwickeln ist eigentlich auch blödsinnig. Ja, das stimmt. Ne? So, ich guck gleich mal, wie viel ich verbraucht. Also Plastik geht mir jetzt langsam zur Neige. Aber den Stoff habe ich ja tonnenweise, Mensch. Meine Güte. Säure habe ich zweimal und Plastik. Ich packe jetzt Plastik mal in Plastik ein. No. Mache ich eigentlich nicht, aber... Nee, die werden schon automatisch dann gebraucht, meine ich. Ich kann mich aber auch irren, dass sie das wieder geändert haben. So, jetzt will ich mal kurz prüfen. Jetzt habe ich 207 und 185. Na, das ist ja doof. Bin ich ja schwerer als vorher. Kann ja nicht sein. 287 und 185, ja. Naja gut, es ist ja jetzt auch bei 3, ne? Dann können wir ja auch bei zur Base zurück und da dann ablegen. Aber ich würde gerne mal ein bisschen Wasser hier im Fluss sammeln. Und hier noch ein bisschen rumgucken, wo wir noch nicht waren, ne? Ja, wir haben das noch nicht gelernt. Genau, das haben wir nämlich noch nicht vollständig, das Gelände. Hier ist noch ein Automat. Aha. Medizinischen. Ja. Hier ist ein Schlüssel. Mit den hier. Ah, hier sind lose Schrauben. Okay. Hier ist eine Waffenwerkbank. Hier sind Schränke. Ich nehme jetzt nicht mehr so viel mit. Bruderkraut. Vorsicht. Ja. Eigentlich müsste das Ding explodieren. Ein Gerd zu sein. Das ist komisch, ja. Okay. Hier nochmal in die Regale gucken. Hier liegt teilweise... Oh, hier habe ich Aluminiumschrott gefunden. Und ein Kern. Fusionskern. Ja. Oh, super. Wir haben noch einen Kern. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie voll der ist, aber... Das lohnt sich hier durchzugucken in die Regale. Ja. Ist auch noch was. Oh, noch eine Waffe, eine Laserpistole und Fusionszellen. Aha.
Willst du die haben? Die sind nicht sehr präzise. Ich zerleg die sonst. Zerleg mal ruhig. Ja, ne, dann ja, nehme ich schon. Ja. Ich habe schon ein Gewehr, habe ich schon. Noch was? Nö, hier ist nichts. Nö, nö. Okay, oben noch mal schauen. Das war's schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß bis dahin. Tschüss.